Hallo und herzlich willkommen zu unseren ADAC-Tutorials einfach selber machen. Mein Name ist Maximilian Bauer und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Ölstand an eurem Auto selbst messen könnt. Grundsätzlich ist es wichtig, dass man den Ölstand im Auto wirklich regelmäßig kontrolliert. Ich sage mal so, alle 5.000 bis 10.000 Kilometer, schadet nicht. Wenn ihr das regelmäßig macht, dann kriegt ihr ein Gefühl dafür, wie viel Öl das Auto braucht. Bei älteren Autos, die vielleicht schon eine hohe Laufleistung haben, kann das durchaus sein, dass das Auto mal einen halben Liter auf 1000 oder 2000 Kilometer braucht. Und dann ist es schon sinnvoll, das auch alle 1000 Kilometer zu kontrollieren. Neue Autos mit vielleicht geringerer Laufleistung, die brauchen in der Regel gar kein Öl. Da reicht es dann auch, wenn man es alle 10 oder 15.000 Kilometer kontrolliert. In der Bedienungsanleitung könnt ihr nachschauen, welche Anzeigen in eurem Auto fürs Öl relevant sind. Und insgesamt ist es echt eine gute Idee, einfach mal in die Bedienungsanleitung reinzuschauen. Da stehen nämlich oft viele interessante Sachen drin, zum Beispiel, welches Öl brauche ich, also Ölspezifikation, wie hoch darf der Ölverbrauch sein, wie kann ich den Ölstand messen und teilweise sogar Informationen zum Ölwechsel. Ihr müsst euch vorstellen, der Motor besteht fast ausschließlich aus Metallteilen, die aneinander reiben, das sind die Kolben, die gehen rauf und runter, reiben am Zylinder und das wird alles geschmiert von einem Ölfilm. Die Ölpumpe fördert das Öl zu den entsprechenden Stellen hin und sorgt dafür eine Ölschicht und dann kann das aneinander gleiten. Wenn jetzt da zu wenig Öl drin ist, dann reiben die Metallteile aneinander, es bildet sich Späne und der Motor ist letztendlich kaputt. Wenn die Motoröllampe angeht, denkt euch nicht, ach, ich kann ja noch ein paar Meter weiterfahren, das geht schon. Nein, bleibt sofort stehen. Wenn die Öllampe an ist und zu wenig Öldruck da ist, kann ein paar Meter genügen und der Motor ist komplett hinüber. Also, wenn die Lampe angeht oder irgendwo angezeigt wird, es fehlt Öl, kontrolliert es nach, füllt nach und ihr seid auf der sicheren Seite. Habt ihr die Situation schon mal erlebt, dass während der Fahrt die Ölkontrolle euch angegangen ist? Wie habt ihr reagiert? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Zur Vorbereitung braucht ihr im Wesentlichen einfach einen sauberen Lumpen und falls Öl fehlt, das richtige Öl in der richtigen Freigabe und am besten noch einen Trichter, damit ihr es einfacher nachfüllen könnt. Und tut euch den Gefallen, zum Beispiel vor einer großen Urlaubsfahrt vorsorglich nach dem Öl zu schauen. Ihr müsst nicht irgendwo unterwegs dann nach dem richtigen Öl suchen oder nach dem Trichter suchen. Macht es einfach vorsorglich daheim und seid auf der sicheren Seite. Wir haben für euch den gesamten Vorgang schriftlich zusammengefasst, damit ihr jederzeit die einzelnen Schritte nachvollziehen könnt. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Okay, legen wir los. Zunächst einmal ist es wichtig, dass der Motor auf Betriebstemperatur ist, aber schon ein paar Minuten abgestellt ist, weil sich das ganze Öl unten in der Ölwanne sammeln muss. Wir müssen uns erstmal anschauen, wo der Ölmessstab ist. In dem Auto sitzt der hier. Das ist meistens ziemlich gut farblich gekennzeichnet. Hier ist ein schöner gelber großer Griff. Ziehen wir den Ölmessstab mal raus und putzen den mit dem Lumpen einfach mal ab. Wenn wir es abgeputzt haben, schieben wir den Ölmessstab wieder rein und da ist es ganz wichtig, dass man den wirklich komplett bis zum Anschlag unten reinschiebt. Also der muss da fest einrasten und ganz unten sein, nicht nur so kurz reintunken. Ziehen wir den wieder raus und jetzt können wir abmessen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie ihr abmessen müsst, schaut am besten in die Bedienungsanleitung, da ist das in der Regel beschrieben. In dem Fall muss zwischen dieser Markierung und dieser Markierung abgemessen werden und wir sind jetzt hier ungefähr bei knapp über der Hälfte, das heißt, man könnte ein bisschen Öl nachfüllen. Es gibt übrigens auch Autos, die keinen Ölmessstab haben. Bei diesen Autos muss man den Ölstand dann über das Infotainment bzw. über den Bordcomputer ermitteln. Wie das genau im Detail funktioniert, schaut am besten auch in der Bedienungsanleitung nach. Also wir füllen jetzt hier in dem Fall ein bisschen was nach. Dazu machen wir den Öldeckel einfach auf, legen ihn vorsichtig auf die Seite und den Trichter da rein und füllen Öl nach. In dem Fall würde ich jetzt nicht mehr wie 200 ml nachfüllen. Jetzt machen wir jetzt einen Schuss rein. Sollte in dem Fall jetzt genügen. Und wenn man dann fertig nachgefüllt hat, einfach nochmal kontrollieren, da sollte die ganze Sache passen. Kennt ihr ein Auto, bei dem das Ölstandmessen besonders kompliziert ist? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. In unserer Serie Einfach selber machen gibt es eine Reihe weiterer Tutorials. Den Link zur Playlist findet ihr unten in der Beschreibung. Auch zum Beispiel, wie ein kompletter Ölwechsel durchgeführt werden muss. Es würde uns natürlich auch interessieren, welche Tutorials ihr gerne sehen würdet. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und kein Tutorial verpassen möchtet, abonniert unseren Kanal und läutet die Glocke. Bis dahin, gute Fahrt!